umstellen, so wie jeder. Das war wieder so ein typisches Foul. Das habe ich auch angesprochen in dem Video, was ihr euch definitiv angucken solltet, wenn ihr es gestern nicht gesehen habt. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minutes Squad. Ich muss hier gerade ein bisschen ungeplant reinstarten, denn leider Gottes bin ich auf die Footzentrale gegangen und habe meine Squad Battle Rewards schon geöffnet. Ihr seht es hier, Silber 1, und da ich die in dieser Episode benutzen werde, um halt eben die Spieler rauszusuchen, mit denen wir agieren, ist das natürlich ein bisschen blöd, habt ihr es nicht gesehen. Dementsprechend habe ich noch nicht synchronisiert und irgendwas. Aber Premium Goldset, Goldset und 10.900 Münzen, mein Mikrofon steht direkt davor. Sieht ganz gut aus. Dazu haben wir noch ein Jumbo Premium Goldset in meinem Shop drin als Belohnung bzw. als Weekly Goodie quasi. Ja, kann man das so nennen? Keine Ahnung, was man so nennen kann. Für den Vorbestellerbonus oder als Vorbestellerbonus. Das heißt, wir haben 4 Sets. Wir haben die Gelegenheit, was Gutes zu ziehen. Ich bin gespannt, ob das passiert. Wir haben noch eine Belohnung in der Footzentrale. Das ist Kaufe einen Spieler. Ich habe nämlich gerade das Team vervollständigt, was ich euch hier angepriesen habe. Und zwar der Trivella King. Ja, mit Milinkovic Savic, mit Tira, mit Giuliano, mit Fernandes, mit Crespo vorne in der Sturmspitze. Der weiterhin überragende Werte hat. Also, wenn man sich das anguckt, in 121 Spielen 209 Torbeteiligungen. Kann man so machen. Quaresma dazu. Der hat übrigens nur so wenig Torbeteiligung, weil er immer super Sub ist. Super Sub. Ja, doch, passt eigentlich. Ich bin gespannt, wie das spielen wird. Hab noch nicht damit gezockt, aber das wird auf jeden Fall passieren. Und in dieser Episode nicht. Sondern wir kümmern uns jetzt hier um die Sets. Und wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung. IG Vault, 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Guthaben. Mit dem Code MarxGamingTV würde ich mich freuen. Unterstützt mich großartig. Dazu natürlich bei Instagram solltet ihr folgen. Würde ich an eurer Stelle mal dringend tun, denn ja, da müsst ihr folgen, um meine Beiträge zu sehen. Aber es lohnt sich, weil ich denke mal, dass das ganz unterhaltsam teilweise ist, was da so passiert. Genauso wie auf Twitter. Auf Twitter würde ich vor allem folgen, wenn ihr über die nächsten Wochen immer bei der Weekend League aktuell dabei sein wollt und sehen wollt, was da so passiert. Wir ziehen den ersten seltenen Spieler. Ich erwarte hier keinen Schlitz in den Sets, das wäre zu viel des Guten. Aber zumindest ein Spieler mit einem vernünftigen Rating, so 80 oder sowas, an Duchar, würde es in diesem Set. Ich hoffe, dass wir den nicht benutzen müssen. Am Ende war ein argentinischer Keeper aus der argentinischen Liga mit dem Rating. Ich weiß ja nicht, aber vielleicht wird er es. Wir haben noch 2 Versuche, das Ganze zu ändern. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie eure Squad Battle Rewards waren oder ob ihr überhaupt noch Squad Battle spielt. Bei mir ist das so, wenn ich ganz viel Langeweile habe, dann vielleicht. Aber grundsätzlich sind Squad Battles für mich tot. Ich habe da kein wirkliches Interesse mehr dran. Ein finnischer Torwart, Radetzky. Ach, den Neuer ist zum x-ten Mal gezogen, aber schön. 81er Rating, damit habe ich meinen Wunsch quasi erfüllt. Und wir haben einen der beiden Spieler für die Episode schon mal safe. Soldado wäre der zweite momentan mit einem 78er Rating. Radetzky kommt natürlich auf die Transferliste. Verletzungsgrad ist immer gut für die Weekend League auch. Ihr wisst das eventuell, man verletzt sich da ungefähr 7000 Mal. So, und mal sehen, was wir jetzt hier drin haben. Kein Schlitz, Überraschung, Überraschung, aber 3 seltene Goldspieler. Vielleicht ja nochmal ein gutes Rating, ich bin gespannt. LA Galaxy, Dos Santos hat 79. Das heißt, das Team wird gebaut um Radetzky und Dos Santos. Das ist auf jeden Fall interessant. Nicht hundertprozentig geil, aber auf jeden Fall interessant. Ward Pros und Andy Carroll haben wir noch drin. Vokes, Van Aken und Mercado. Ja, ich denke mal, damit kann man arbeiten. Larsson noch als... Jetzt haben wir es wert. Man muss immer nachgucken. Man weiß ja nie, vielleicht hat er irgendwie Topper-Team verpasst oder so, aber anscheinend ist Larsson weiterhin nichts wert. Wir gehen aber auf den Countdown und den muss ich wie immer erst am Handy einstellen. Ich muss übrigens auch immer noch synchronisieren, wie ich gerade gesagt habe. Bronze, Premium Bronze, Bronze, Spieler Premium Bronze, Bronze. So funktioniert das. Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, Max, wie machst du das eigentlich oder wie sieht das hinter den Kulissen aus, wenn du ein Video vorbereitest oder machst, genau so, starten, auf geht's. Oh, das war jetzt aber schnell. Ich habe noch nicht mal die Formation ausgewählt, geschweige denn das Team geöffnet oder eben das andere Team gelöscht aus der letzten Episode. Aber gut, wir haben jetzt 6 Minuten 50 Zeit, genau das alles zu machen. Letzte Episode war ein No-Deadlinks-Team mit dem roten Mares, also mit der Karte, die ich durch Food Champions bekommen habe. Ich habe ein paar Kommentare da gelesen, wo gesagt wurde, voll unkreativ das Team, ist ja gar kein Deadlink, das ist ja voll einfach und so. Also Leute, meint ihr ernsthaft, dass No-Deadlink einfach ist? Also schreibt es mal in die Kommentare oder hier ist meine Infokarte. Ach, das weiß ich noch nicht. Vielleicht ist es eine Infokarte. Findet ihr No-Deadlink jetzt wirklich einfach? Also ich persönlich hätte jetzt nicht gesagt, dass es einfach ist. Wir hatten noch keine Dreierformation, ne? Das heißt 3-5-2. Ja, 3-5-2 müsste dran sein. Ach nee, 3-4-3 ist dran, weil 3-5-2 haben wir verkackt. Gut, Dos Santos kommt auf jeden Fall nochmal in den Sturm. Also ich finde persönlich, dass das gar nicht mal so einfach ist, No-Deadlinks. Aber vielleicht sehe ich das einfach auch falsch. Man weiß es nicht. Und jetzt haben wir im Endeffekt, glaube ich, 6 Minuten. Ja, das wird ein 6-Minute-Squad. Naja, egal. Innenverteidigung, wir müssen das Ganze dementsprechend schnell machen. David Abraham wird unser Innenverteidiger. Den kann man nämlich gut mit Argentinien verlinken. Und es gibt Argentinier auf jeden Fall in der
MLS. So, hier brauchen wir aber noch einen Link dann. Schauen wir gleich mal nach. Mexikaner, Lozano auf der rechten Seite wäre auf jeden Fall eine Option. Da hole ich mir aber nicht den Inform, weil ich bin kein großer Fan von dem Inform, weil der mich immer tötet. Anscheinend ist der normalerweise linker Flügel. Habe ich sogar im Verein. Perfekt. So, das heißt, wir brauchen jetzt hier einen argentinischen zentralen Mittelfeldspieler. Mal sehen, was wir da so finden können. Wir müssen erstmal gucken, ob es irgendwie Argentinier gibt in der MLS. Ansonsten brauchen wir natürlich einen Stronglink für Giovanni Dos Santos. Das wäre natürlich easy eigentlich mit Jonathan Dos Santos, aber mal schauen. Wir gucken nach Argentinien. Morales gäbe es da. Ist das Maximiliano Morales? Muss ich gleich nochmal gucken. Valeri. Valeri wäre also auch eine Option. Oder Diaz. Labar. Und das ist Maxi Morales, okay. Gut, schön zu wissen, aber juckt jetzt nicht Valeri oder Higuain oder ich weiß nicht. Oder doch Diaz? Naja. Ne, beide. Beide, hier. Valeri und Higuain werden uns ein Mittelfeldspieler. Beide Zehner, aber das macht nicht so viel. Ich muss nur gucken, wie ich Lozano verlinke. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Hoffentlich. Ich hoffe inständig. Wenn ich darüber nachdenke, könnte das schwierig werden. Aber mal schauen. Haben wir, nur mal so aus Prinzip, haben wir einen Finnen in der MLS? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also zumindest nicht auf den Positionen, wo ich ihn jetzt brauchen würde. Aber vielleicht werde ich ja überrascht. Es gibt sogar einen Finnen. Aber nicht auf der Position, wo ich ihn brauche. Okay. Ringspiel mittlerweile wieder. Ist ja interessant. Da hat er mir 96 vorgeschlagen. Also in einer meiner Prognosen. So. Frage ist jetzt, wie verlinken wir Lozano so, dass der auf volle Chemie kommt? Bundesliga-Innenverteidiger wäre schön, aber der bräuchte einen Strong-Link zum linken Mittelfeldspieler. Und den haben wir nicht. Dementsprechend ist das eher schlecht. Dementsprechend glaube ich auch, dass wir das mit dem 2-Argentinieren doch lassen und dass wir lieber einen mexikanischen Zentralmittelfeldspieler reinstellen. Nicht Dos Santos. Vielleicht doch Dos Santos, mal sehen. Aber damit Lozano halt eben Chemie bekommt, wäre das, glaube ich, intelligent. Oh. Okay, wir müssen anscheinend doch mit den Dos Santos Brüdern arbeiten. Das heißt, Higuain wird rausgenommen. Heißt automatisch auch, das macht meinen Plan so ein bisschen kaputt. Aber okay, mexikanischer linker Mittelfeldspieler. Mal sehen, ob wir da was finden, ob wir da was Vernünftiges vor allem finden. Das wäre in erster Linie mal wichtig. Aquino wäre okay. Haben wir einen aus der... Nein, haben wir nicht. Okay, das heißt, wir nehmen Aquino. Wir haben keinen aus der portugiesischen Liga, was schade ist, aber okay. So, mexikanischer Innenverteidiger in der Bundesliga. Haben wir da nicht sogar einen bei Frankfurt? Da müssen wir eventuell doch... Ja, Saicedo nämlich. Ja gut. Das heißt, wir müssen Abraham doch rausnehmen. Und arbeiten mit einem Finnen weiter. Ach, das wird interessant. Ob ich das hinkriege in der Zeit vor allem? Naja, mal schauen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Moisander ist jetzt natürlich nicht möglich. Tolvio spielt bei Molde. Ja gut. Gut, Molde ist finnische Liga. Nee. Norwegen, ich wollte gerade sagen, das ist doch Eredivisie. 2 Minuten 17, das wird wirklich eng. Wir brauchen einen zentralen Mittelfeldspieler von Molde. Das funktioniert so nicht. Ich habe wieder verzettelt. Wir brauchen einen zentralen Mittelfeldspieler von... Wir brauchen einen Innenverteidiger aus der Tippeliga. Das ist natürlich die falsche Richtung, in die ich hier gegangen bin. Super. Oh ne, doch nicht. Hä, wo ist die denn? Warum ist sie denn so weit vorne? Wie heißt sie denn? Elite-Serien heißt sie mittlerweile. Super. Auch das wusste ich nicht. Dann nehmen wir jetzt mal... Forn. Anscheinend nehmen wir Forn. Haben nämlich keine wirkliche Wahl. Wir brauchen einen zentralen Mittelfeldspieler. Auch von Molde. Du Norweger? Du bist Norweger? Du bist Isländer. Strand. Wir gehen an den Strand. Das ist in Ordnung. Jetzt brauchen wir nur hier... Ah, es passt. Aber wir haben noch eine Minute Zeit. Okay, aber es passt. Wir brauchen hier einen... Oh, Gottes Willen. Ey, weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe, aber das war... Man hätte es deutlich unkomplizierter, glaube ich, machen können. Hätte ich nicht Salcedo genutzt.
Elio Nussi. Ja, den können wir als Inform auch notfalls benutzen. Das wäre okay. Kommt natürlich jetzt drauf an. Wir gucken erstmal nach in der Eredivisie bei Heerenveen, die natürlich SC heißen. Oh, wir nehmen Rojas, komm, wir nehmen Rojas. Ehemalige Legende fast schon für mich. War mal ein richtig genialer Flügelspieler, war ja auch mal bei Stuttgart zwischenzeitlich. Das heißt, wir sind fertig. Wir sind fertig und wir müssten auch voller Chemie sein. Ho, jawohl, sehr schön, sehr schön. Wir hätten, ich weiß, ihr hättet wahrscheinlich gerne Elio Nussi gesehen, aber Ødegaard ist halt einfach so verlockend und ich weiß gar nicht, ob es bei Basel noch einen zweiten rechten Flügelspieler gibt. Schauen wir mal eben nach. Ich weiß auch nicht, Raiffeisen Superliga heißt sie, ne? RSL, hier haben wir sie doch. Dreamcourt-Spieler. Dann haben wir Elio Nussi. Wir bräuchten rechten Mittelfeldspieler, rechten Flügelspieler von Basel. Und ich glaube, abgesehen von Elio Nussi gibt es da anscheinend keinen. Doch, tschala. Aber ich glaube, da finde ich Ødegaard und Rojas interessanter. Naja, wir haben 1, 2, 3, 4 Nationen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ligen. Ah ne, 5 Ligen, weil Lozano ist ja auch schon in der Eredivisie. Von dem Standpunkt her wäre es besser gewesen, die Raiffeisenliga zu benutzen, aber halt wie im Kopf. Gut, ich kaufe die Spieler und so sieht das Team aus. Und dann gehen wir gleich ins Spielchen rein. Mal sehen, ob wir damit was reisen können. Gegner ist gefunden worden und so sieht er aus. Hat auch ein paar Mexikaner, und zwar Fabian Peralta, ist der das? Keine Ahnung, rechts kenne ich nicht. Ansonsten sehr durchwachsenes Team mit Cor, Stendera, keine Ahnung, kann ich wirklich was zu sagen. Fun Fact übrigens nebenbei, ich habe in England mit zwei studiert, die haben nur ein halbes Jahr da studiert, die sowohl mit Martin Ødegaard als auch mit Ivar Fossum zusammen Fußball gespielt haben in der Jugend und beziehungsweise auch mit denen bekannt sind, befreundet, weiß ich nicht, ob wirklich befreundet, aber auf jeden Fall kennen die sich und das fand ich ziemlich, ziemlich lustig, weil wie hoch sind die Chancen, ist da so mit zwei zu studieren, die halt auch bei Streamscott Z leben, oder gelebt haben, bevor sie nach England gegangen sind. Das war ein schwacher Abschluss. Das kenne ich ja besser von Lozano. Und halt eben, ja, jetzt mit mir studieren. Danke, Gegner. Fand ich ziemlich, ziemlich cool. Könnt ihr mir mal in Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob ihr auch schon mal sowas hattet, dass ihr irgendwie jemanden getroffen habt, der jemanden persönlich kannte. Fand ich ziemlich nice. Gerade weil er eben fast so mein Lieblingsspieler bei 96 ist. Und weil ich Ødegaard eigentlich auch bisher verfolgt habe auf seinem Weg. Ja, Gegner Nummer 2 sieht schon ein Stück besser aus. Kaneses, Morgens, Martin, Indy, nicht Morgens, Morgen, Christensen, Hollebas, dann Coleman, Barry, Carillo, Sung, Mirallas, der mittlerweile zu Olympiakos zurückgegangen ist, also Piraeus, und Slimani vorne drin. Sehr interessanter Transfer, da hat damals ja seine für FIFA richtig starke Laufbahn angefangen. Willst du jetzt auch quitten? Was ist hier los? Na, Nummer 3. Ach ja, natürlich, alles klar. Ein bisschen unterschiedlich. Overmars, Gamairo und Alessandrini ist schon mal spaßig. Begovic im Tor, das kann ja nur gut werden. Ich finde übrigens, man sollte in Foot Champions, wenn der Gegner quittet, egal wie es steht, einen Sieg bekommen. Wie seht ihr das? Weil ich habe dieses Wochenende Stress gehabt, auch mit dem EA-Service. Ich habe da auch mit dem Chat geschrieben und so, also mit dem Support geschrieben, weil ich habe mich gar nicht eingesehen. Ich habe nach 3 Minuten 1-0 gemacht, mein Gegner ist gequittet, mir wurde angezeigt Sieg, aber es wurde nicht als Sieg gewertet. Das war ziemlich... Willst du auch rausgehen? Umstellen, so wie jeder. Das war wieder so ein typisches Foul. Das habe ich auch angesprochen in dem Video, was ihr euch definitiv angucken solltet, wenn ihr es gestern nicht gesehen habt. In den Dingen, die jeder Footchamp-Spieler kennt und die jeden Footchamp-Spieler nervt. Sowas zum Beispiel auch. Das ist ein klares Foul. Da im Zentraldefensiv-Mittelfeldspieler, ich weiß nicht, das war vielleicht was Pogba. Das ist ein klares Foul. Mein Spieler wird am Weiterlaufen gehindert. Das muss gepfiffen werden. Wird es aber nicht, weil er nicht steuert. Das ist aber einfach Schwachsinn. Ja, Silberverteidigung, aber trotzdem, da muss selbst der Computer steuern, dass der halt, ne, zum Ball geht. Was ist jetzt los? Schade. Wäre jetzt schön, wenn er rausfliegen würde. Wäre mir egal. So, ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal. Nee, komm, einen Versuch noch, einen letzten. Hey, wir haben einen weiteren Gegner. Der hat auch Rojas, der hat auch einen finnischen Zentralmittelfeldspieler, allerdings nicht den, den wir haben. Und an sich halt eben Eredivisie-Team Silber. Interessant auf jeden Fall. Ich kenne abgesehen von Rojas aber keinen beim Namen. Was echt selten vor. Also, ich hatte mit Giovanni einen Trick versucht, aber ich weiß nicht, ob der hat er keine Forster-Skills mehr, weil auf jeden Fall hat er nicht gemacht.
Was sehr komisch ist, und es ist kein 5-Star-Skill-Move gewesen. Ein bisschen verwirrt bin ich jetzt gerade. Mal sehen, ob Lozano macht ihn. Ja, toll. Natürlich die Chance zu Chill vergeben. Aber wir haben ja Strand, den 9 schnellsten zentralen Mittelfeldspieler im Spiel. Inklusive Legenden und so weiter und so fort. Also gar nicht mal schlecht. Oh, was für ein Start hier. Das ist so. Wie gesagt, guckt das Video gestern. Wenn das ein Elfmeter, das ist doch nicht wahr. Ich habe nicht mal was gedrückt. Der ist einfach nur abgeprallt. Ich konnte überhaupt nichts dafür. Ach, das ist wieder so lächerlich. Guckt das Video von gestern, wirklich. Oh, den habe ich drin gesehen. Da ist der Ausgleich. Giovanni Dos Santos, sehr schön. Und nach dem Schuss von Rojas gerade ernüchternd, aber verdient. Zweiter Pfosten kommt hier wegen Lozano. Zack, zack. Und wir führen. Schöne Flanke von Rojas. Ödegaard hat vorbereitet oder eingeleitet. Und so schnell ist es gedreht. Also, wir vergeben hier beide gerade heftige Chancen, aber ich deutlich mehr. Und jetzt stell dir das mal im Inform vor. Das Ding ist, der ist so OP, ne? Ach, Asaidi ist das. Der ehemalige Liverpooler und Stoke-Spieler. Ehemalige Five-Star, vielleicht auch aktuelle Five-Star-Skiller, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der das anscheinend. Oder einfach ein Namensvetter von ihm, der da auf der linken Seite spielt. Ich denke mal, das Spiel wird nie mehr viele Highlights haben. Die Episode ist aber schon wieder sehr lang, einfach weil das Team lang gedauert hat. Und wegen den vielen Spielen, schöner Ball auf Strand. Wie gesagt, der 9 schnellste zentrale Mittelfeldspieler, 86 Tempo. Dos Santos, Fiat. 9,5 für Dos Santos, 9,5 für Lozano, 9,1 für Rojas. Also allgemein eine sehr, 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 sehr gute Bewertung bei diesem Team. Ich kann ihm nicht ganz so viel geben, ist ganz klar. Ich denke mal, das ist logisch. Toivio, Foren, Caicedo, das ist keine Top-Defensive. Allgemein die Formation, dann Strand im Mittelfeld. Ist halt nur ein 65er, gegen das Team ging es jetzt. Aber Ödegaard ist eigentlich auch zu langsam für die Außenbahn. Aquino ist auch nicht optimal. Also Dos Santos, Lozano, Rojas, der andere Dos Santos, Radetzky, das geht schon. Aber die anderen... Nee, einfach nee, und da muss man auch realistisch sein. Deswegen 5 von 10 für dieses Team, 5,5. Weil wir haben 4-1 gewonnen und kreativ ist es auf jeden Fall. Und darauf kommt es in 7 Minutes kurz auch an. 5,5 für das Team und ich würde sagen, das war's von dieser Episode. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann, macht's gut.